Scheiße, Terminal wurde gesperrt. Ich kann nicht durch das Fenster schießen. Oh, hier sind mehr Rinder. Ja, hier sind Roboter, ne? Ja. Nein! Jetzt doch, jetzt bin ich rausgegangen, super. Zu vorherig gedrückt. Ah! Was war das denn? Ah, da bist du gewesen, okay. Aluminiumschrott, jawohl. Ja, da unten ist noch einer. Klebeband. Ah, warte mal, ich komm wieder rein. Dauert noch ewig zum Laden. Pack. Meine Schrotze fehlt mir gerade ein bisschen. Weißt du, den hast du erlegt. Wo war denn da eben das Klebeband, Ralf? Moment. Da oben dran. Ja! Ja, Lukas ist gerade hier wieder Schlösser am Knacken, wie immer. Ja, ich versuch's gerade, ich blick da aber noch nicht so ganz durch. Raus. Ah. Also ich bring ein komplettes Bowling-Set nach Hause, ne? Hast du das Ding aufgeknackt da, oder? Ja. Und was war drin? Nichts Besonderes. Hier ist ein Schrank, da ist Kleber dran gewesen. Ja. Gleich, Sekunde. Wir hinken gerade so ein bisschen hinterher. Okay. Ah, immer mit Tacho. Hier ist eine Munitionskiste, die ich aufgemacht habe. Ah, das finde ich hart in Ordnung, danke. So. Und hier rüber laufen, hier ist nichts Geiles. Band. Jetzt schon. Umkorken, Superkleber, lose Schrauben. Hier ist nur ein Eingang bzw. ein Ausgang. Was ist hier? Auch nur ein Ausgang. Dann hier rüber. Kann das nicht sein, dass wir schon alles durchsucht haben, oder? Ich habe keine Ahnung. Oh, hier ist noch eine Waffenwerkbank. Habe ich gerade gefunden. Oh. Ist auch nichts drin. Hier sind wieder ein paar von diesen Spinden, da ist bestimmt irgendwo was drin. Oh. Kaffeetassen, meine. 45 zu. Kann ich wegmachen? Wird das ja hart feiern, wenn man irgendwie so eine Nagelpistole sich bauen könnte oder sowas. Oder eine Schrotze, wo da aber kleine Skalpelle und sowas rein tust und Glasscherben. Geh mal da runter. Hast du was hast du gefunden? Nein. Oh.
Warum nicht? Nein, 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 nein. Nein. Ich gehe da jetzt runter. Tschö. Bist du ernsthaft da runtergesprungen gerade? Ja. Okay. Nein! Oh, ich bin auch runtergefallen. Ich bin einen Stock runtergefallen. Ich bin. Ah, stehe wieder im Dingensraum hier. Cool. Im Kontrollraum. Oh, gehärtet das. Oh, möchte jemand ein Fahrrad? Nee. Ich fahr zu Fuß, danke. Original verschweißter Wunderkleber. Geiler Scheiß. Aluminium brauche ich schon. Dann wenn schon dann direkt den hier. Oh, Bastelwerkstatt gefunden. Weiß ich, mir fehlt Aluminium. Hat einer von euch Aluminium? Rein zufällig vielleicht dabei. Kleber. Leider nicht, ne. Aluminium? Ach mal. Verdammt. Ich guck mal nach. Das ist unter Schrott, ne? Ja. Dann habe ich keins. Ah, vielleicht finde ich noch irgendwo was. Ach, warte mal. Ich bin mir da sicher. Hier ist. Ja. Ja. Entschuldige. Alter. Gerade so Winterschlaf erwacht war. Oh ja. Ich glaube, ich setze mich gleich mal dran und fange schon an, Folder zu schneiden. Wolltest du das nicht gestern schon machen? Ich wollte das eigentlich schon vorgestern machen. Also wirklich, du fauler Hund. Du hast auch noch nicht angefangen. Ach Quatsch. Ach, Angst vor Aluminium geben. Oh, ich hab eine provisorische Batterie gefunden. Wunderbar. Cool. Oh, hallo, du siehst ja nicht gesund aus. Was ist denn los mit dir? Heilmax, wunderbar. Aluminium? Nein. Ah. Ich brauche auch zwei Aluminium, dann kann ich mir das Leuchtvisier wieder machen. Ich kann mir denn das, das Ziel nochmal machen. Wenn man Mods tauschen könnte, weil ich will das scheiß Liefern auch nicht mehr haben, das ist ätzend. Leuchtvisier ist deutlich besser. Wo müssen wir denn hin? Da unten sind zwei Ziele markiert, ne? Ich glaube, das ist draußen, ist ja, das. Ich wollte gerade sagen, die führen nach draußen. Warte mal, wo bist du denn, Lukas? Ich habe keine Ahnung. Frage, ich habe den nämlich gerade auch schon gesucht, aber ich finde, weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ich versuche mich nochmal in dem Terminal hier, vielleicht kann ich da irgendwas machen. Einfach irgendwo runterspringen, dann kommst du eigentlich schon an die richtige Stelle. Aluminiumkanister. Jetzt bin ich überlastet. Was machst du? Ah. Okay, jetzt bin ich überfragt. Wieso? Games war ein Treffer und Roman war zwei Treffer.
Das Einzige, was Games und Roman gemeinsam haben, ist das M in der Mitte. Das heißt, das M in der Mitte müsste es eigentlich sein. So, und dann ist bei Roman noch irgendein zweiter Buchstabe, aber hier ist nichts weiter mit einem M in der Mitte. Needs, doesn't, types. Ach, wie Fallout unser komplettes Wochenende bestimmt hat, ne? Ja, normal, ne? Oh ja. War geil, gerne wieder. Ich hasse Terminals. Du sitzt am PC und spielst ein Computerspiel. Und in diesem Computerspiel sitzt du gerade am PC. Merkst du gerade was? So, hier haben wir auch wieder. Was denn? Terminal. Hört doch mal auf zu gehen, ihr Säcke, ey. Ich hab nichts dafür. Ja, doch, hör auf zu atmen. Ein Treffer. Null Treffer. Ich brauch eine Werkbank. Ganz dringend. Hey, ich hab's. Nice. Und? Termlink von Robco Industries. Militärterminal. Das hört sich nach Loot an. Abteilung Feuerfledermäuse der 121. Ja. Infanterie. Feuerfledermäuse? Ja. Ach, lol. Welcome. Tür öffnen. Hast du es auch geschafft? Ja. Hat hier eine Tür geöffnet. Ich brauch Ding, eine Werkbank. Bob, Klebeband. Richter, Zahnrad. Wie kommt ihr denn nach unten? Ach da. Ich spring einfach runter. Hier liegt nichts mehr. Ein Fusionskern nehmen. Wie viele haben wir denn jetzt eigentlich? Haben wir jetzt eigentlich hier einen für jeden von uns, ne? Genügend, denke ich mal. René hat, glaube ich, auch schon zwei. Ach, scheiße, ich bin überladen. Ich muss eben zu einer Werkbank. Ja, die Tür. Suche das Haus. Was haben wir denn da wieder für Quests aktiv? Alter, ich guck mal gerade rein hier. Stelle das Top of the World Funksignal ein. Nebenquests. Nö. Also ich habe jetzt nur noch das mit dem Funksignal einstellen als aktuelle Quest. Das ist gut. Zumindest das ist nur noch markiert. Meinst du, stell das Top of the World Funksignal? Genau. Okay, ja warte, dann schalte ich jetzt auch erstmal alles meine Nebenquests. Erhärteter Verschluss. Ich habe immer noch persönliche Angelegenheiten. Ja, das werden wir nach und nach alles minimieren. Alle kleinen Nebenquests abschließen, was geht, weißt du? Ja, wenn wir jetzt stumpf der Hauptquest folgen, finde ich ein bisschen blöd. Ja. Dafür gibt es zu viel zu finden. Ja, definitiv. Wieder Kolben, Alter. Also hier werden wir auf jeden Fall mit Ressourcen, die wir brauchen, zugeschüttet, finde ich cool. Ja, aber es ist trotzdem nicht so, dass man total overpowered durch die Gegend läuft.
Ah, ich glaube, bis wir overpowered durch die Gegend laufen, dauert das noch. Irgendwann wird das der Fall sein, aber das dauert noch. Gehe ich mal stark von aus. Würde ich schwer hoffen. Auf jeden Fall keiner von euch hat Aluminium, oder? Nee. Ich bräuchte selber wieder welches, damit ich meine mein Visier machen kann. Dürfte ich vielleicht haben, Lukas? Was zahlst du? Ah. Wärst du vielleicht so lieb und würdest mir die geben? Wenn du stehen bleibst. Wie nimmt man das denn an? Wenn wir jetzt in diesem Inventar sind, dann drückst du gleich mal auf X. Für nur Angebote. Ja, hab ich schon. Ich geh mal durch die Tür gerade nach draußen. Ich hab mich gerade voll verlaufen, ey. Bist du gerade rausgegangen? Ja, ich bin jetzt dreimal im Kreis gelaufen, um zu euch zu kommen. Ich finde den Weg nicht. Hoffentlich lande ich jetzt nicht in so einer Beute wütender Supermutanten. So. Oh fuck, ich hab's gesagt. Und ich höre Supermutanten, Alter. Ich konnte kotzen. Jetzt drückst du X und dann nimmst du. Alles klar, hab ich. Gut. Bitte nicht. Wieso werfe ich denn. Alter, ich will nicht. Ich will keinen Brandsatz werfen. Geht kacken, ey. Kacken. Kacken. Wow. Da, wo? Da haben wir sie. Standardkolben. Solider Kolben. Das klang mega gay, Alter. That what he said. Alter, sieht die geil aus. Das macht es gerade nicht besser. Moment. Dann zeig ich mal. Ah, scheiße, muss ich wieder. Moment. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Ausgerüstet? Ist das deine Sniper? Ja. Alter. Will ich das auch ist mal. Mein Jagdgewehr. Will auch eine Sniper. So, wie kommen wir jetzt hier raus? Ja. Gehen wir wieder zur Achse. Noch lebe ich. Das sind ja nur ein paar Supermutanten. Ich würde vorschlagen, dass wir mal, Alter, zu unserem Camp zurück, die ganzen Sachen verwerten und dann würde ich dann einen Feierabend machen. Ja. Ja, okay. Axel, wo bist du denn? Führst du gerade einen Ein-Mann-Krieg? Ja, ich habe mich gewehrt gegen den Supermutanten, der mich die ganze Zeit verfolgt hat, Alter. Dieses Hinterherrennen kann ich überhaupt nicht leiden. Jo. So, wir gehen dann schon mal zurück zum Lager, ne? Ja. Ich gehe gerade über das Dach vom Gefängnis. Aber hier gibt es ganz schön viel Stuff, finde ich cool. Oh ja. Lohnt sich auch, dass wir jetzt das Kraft unser Lager hier in der Nähe aufgestellt haben. Hä? Ach du Scheiße. Was denn? Scheiße! 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 Was denn? Ich hab mich verlaufen auf dem Dach, weil ich nicht mehr weiß, wo es runtergeht. Und hier sind 70.000 Mutanten. Ah, ich versuche mal zu dir zu kommen. Oh, Gott sei Dank habe ich ihn erledigen können. Schaffst noch du das? Jede Menge. Ah, stirb! Ich dich auseinandernehmen, danke dafür. Aber nicht. Schaffst du das? Ja, ich glaube, es geht halbwegs. Hier läuft noch einer rum.
Den höre ich auch, allerdings scheint er noch weiter weg zu sein, in Anführungszeichen. Also der steht nicht direkt um die Ecke. Ah, du bist da oben, okay. Ja, er steht direkt vor mir! Er steht direkt vor mir! Ich laber hier was von, der steht nicht da. Oh. Schön. Jetzt steht der da einfach, ne? Dann steht ein Türrahmen, Alter. Von außen ist der Sonnenschein und der steht da so voll die dunkle Silhouette, groß, muskulös. Ich töte dich jetzt. Nimm dafür alle eure scheiß Töpfe mit, ihr fucking Mutanten, Alter. Meine Töpfe. Drauf geschissen. Klebeband! Ja! Eskalieren. Eine Zahnbürste, die nehme ich auch mit. Damit putze ich mir was anderes als die Zähne, Alter. Kannst du mal drauf wetten. Meine Güte, ey. Da steht der Typ da direkt in der Türe, als ich es gesagt habe. Ich habe so ein Glück, ne? Ich habe auch gerade während des Ladebildschirms gesagt, von wegen, ey, was mache ich jetzt, ne, wenn da jetzt Mutanten stehen? Und es stehen da Mutanten! Das nennt man Karma. Eine Karma ist eine Bitch. So. Ein Schachbrett. Ich gehe hart ab. Ahmed! Schachbrett! What the fuck? Das musste sein. Ich weiß jetzt gerade überhaupt nicht, wo ich hier rauskomme, ne? Spring einfach runter. Ich hab keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall einen Weg da unten. Nee. Überleben tust du es, glaube ich. Okay, ich. Was zur Hölle? Was macht der Steg denn hier, Alter? Der ist ja voll sinnbefreit. Ich geh kaputt, ey. Da führt ein Steg zu so einem Kühlturm von außen, da ist einfach nichts. Kein Eingang, keine Treppe, keine Leiter nach oben, nichts. Da ist einfach nur Wand. Lol. Kann man mal machen. Der Level-Designer, der hat sich an dem Tag wahrscheinlich gedacht so, fick dich speziell. Also ich denke mal irgendwie in 3 bis 4 Stunden bin ich zu Hause. Ich weiß es aber noch nicht. Ja, ich hab doch vollstes Vertrauen. Ich auch, aber ich bin schon überlastet, weil ich so viel Loot-Staubsauger-mäßig unterwegs bin hier. Glaube schon fast. Ne, ich gehe nicht nochmal ins Kraftwerk, Alter. Wenn ich jetzt ins Kraftwerk gehe, oh nein! Oh, ich bin da oben aufs Dach. Ein Wunder. Naja, runterspringen geht. Na, sagst du. Das Hanf frei, lalalalala. Warte mal. Geh schneller! Laufen! Oh, ich quatsche. So, das hier sieht irgendwie nach Loot aus. Oder nach Verstrahlung. Ah! Wo läufst du rum, ey? Ich irre durch das verkackte Kraftwerk. Bist Krankenhaus, wollte ich gerade schon sagen. Nein, ich bin am Kraftwerk. Okay. Aber hier, ich bin gerade durch so eine Unterführung durchgegangen, ne? Ja. Und, ja, da bist du. Dann ja. Müsstest du von dir aus rechts laufen, um zu uns zu kommen. Ja, jetzt habe ich aber gerade so ein paar kleinere Zelte gefunden und bin erstmal wieder Loot-Staubsauger. Boah, ich trete meinem eigenen Charakter gleich sowas von in die Hacken, ne, wenn er nicht schneller läuft. Juhu, danke. Alter, hier ist ein Militärtransporter, ne? Gehst du da rein? Was liegt drinne? Da liegt ein fucking goldene Gabel, ne? Und dann liegt da noch ein, wie sagt man, eine Glühbirne. Das ist das Militär von Amerika. Ja. Jetzt weiß ich auch, warum die das verloren haben, hier, die Kiste, ey.
Ist offen? Ne, das ist geschlossen. Was ist hier? Hier sind 1000 Funkgeräte, Alter, und sonst nichts oder was? Geht kacken. Bevor ich jetzt abhaue, will ich nämlich hier noch ein bisschen Loot einsammeln. Ja. Das hindert mich ja nicht daran, weiter Sachen aufzunehmen. Ich hatte schon mal 500 Kilo von 150 oder so. Wie das aussieht. So, ganz gemütliche Spaziergang machst du gerade. Also ich glaube, hier ist nichts weiter von Interesse. Ich komme dann nach. Okay, Lukas macht einen auf. Miau. Ja, ich bin nicht so überladen. Ich habe ja schon mein ganzes Zeug schon weggebracht. Ich bin nicht ich hab das Zeug weggebracht. Mi. Komm, mach, komm. Da sind nix. Brauchst du einen Gehstock hier? Mi. Gehstock. Habt ihr mal geguckt, ob unsere Sachen noch existieren hier? Unsere, Die existieren noch. Die Geschütze auch, ja? Ja. Okay, dann scheint zwischenzeitlich keine wütende Meute von, Dorf war schon. Echt? Jo, verbrannten. Verbannten. Ah. Ja. Boah, übelster Luftschutzbunker, ey, wie geil. Ja, ich glaube, wenn hier eine Bombe fällt, dann sind wir trotzdem am Sack. Halt, stopp, Lappen! Wo sind denn noch mehr, Alter? Hier ist doch nur einer. Alter, da krieg ich Picker am Sack, die Scheiße schreien, ne? Hä? Hat wieder irgendwer eine Granate geschmissen von euch? Ihr Lustikusse. Ich war dieses Mal nicht dran beteiligt. Nee. Ab ins Lager, auslongen. So. Ja, mein Lager ist schon wieder voll. Bei gegnerischen Spieler sind nämlich auch nicht hier. Aber wo jetzt gerade die Granate herkommt, keine Ahnung. Ha. Also sind Spieler unterwegs, aber es ist nicht so, dass die uns jetzt gefährlich werden können. Hm. Ich guck gerade, es sind ein paar Spieler on the way, aber. Rangerhut, schick. Oh süß, da haben gerade zwei Leute sind gerade in World 76 gespawnt. Die haben gerade angefangen das Spiel zu spielen. Okay. Oh, wie putzig. Ich muss. Ach, das ist schon wieder voll. Blähflieger. Lecker. Nom, 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 nom. Please don't die. So, ich beende jetzt mal hier die Aufnahme. Ja.